Auf der E3-Pressekonferenz wurden auch in diesem Jahr wieder einige Überraschungen gezeigt bei Ubisoft und auch ein neuer Free-to-Play-Titel war mit von der Partie. Bei Roller Champions handelt es sich um ein völlig neues teambasiertes PvP-Sportspiel, bei dem man auf Rollerskates mit zwei Dreierteams durch riesige Arenen saust, um mit Hilfe eines Balls die meisten Tore zu erzielen. Auch ich konnte mir bereits ein Bild von Roller Champions machen und besonders auffällig ist der einfache Einstieg in das Spiel. Beschleunigen, springen, den Gegner tackeln oder entsprechendes Ausweichen sind schnell erlernt und so nimmt eine Partie dann schnell auch Fahrt auf und macht jede Menge Spaß. Insgesamt habt ihr pro Runde 7 Minuten Zeit, so viele Tore wie möglich zu machen und wer als erstes 5 Tore erreicht hat, der hat das Match für sich entschieden. Damit sich aber nicht alle Spieler nur unter dem einen Tor jeder Arena tummeln und sich gegenseitig auf die Mütze hauen, müsst ihr, wenn ihr den Ball habt, erst einmal eine Runde damit durch die Arena drehen. Erst dann kann ein Tor gemacht werden. Wer es dabei schafft, ganze 2 Runden mit dem Ball durch die Arena zu kommen, der bekommt direkt 3 Punkte pro Treffer auf einmal und wer dann 3 Runden unverletzt übersteht, der kann direkt das ganze Match für sich entscheiden. Allerdings ist das natürlich nicht ganz so einfach, denn unsere Gegner wollen ja auch an den Ball und tackeln, was das Zeug hält. Und genau hier sind wir auch bei dem Punkt Taktik angekommen, denn auch die ist gar nicht mal so unwichtig. Also die klassische Taktik, die wir am häufigsten sehen, wenn Leute neu im Spiel sind, ist die Bodyguard-Strategie. Das bedeutet, wenn du den Ball hast, werden dich deine beiden Teammitglieder um jeden Preis beschützen und dir den Weg freiräumen. Man wird quasi eskortiert. Wenn dann also einer ankommt und den Ball haben will, wird der einfach zur Seite gepumpt. Du wirst dann bis zum Tor begleitet und es wird gepunktet. Wer dann schon etwas erfahrener ist, der kann sich in der Arena auch entsprechend aufstellen und über ein gezieltes Passspiel schnell zum Abschluss kommen. Natürlich könnt ihr eure Spieler auch ein ganzes Stück weit individualisieren und anpassen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ein Charakter besser als der andere sein kann. Denn alle Spieler haben die gleichen Fähigkeiten, damit das Spiel ausgeglichen und fair bleibt. Trotzdem gibt es aber die Möglichkeit, auf eine gewisse Art und Weise aufzusteigen. Aktuell haben wir hier in der spielbaren E3-Demo 2 verschiedene Arenen. Einmal die Acapulco Arena und die in Mexico City. Das Coole an unserem Spiel ist, dass wenn man ein Spiel abgeschlossen hat, man keine Erfahrungspunkte, sondern Fans generiert. Am Anfang wird man nur in einer kleinen Arena starten, mit nur wenigen Zuschauern. Wenn man aber mehr Spiele abgeschlossen hat, dann zieht man auch mehr Fans in die Arena, so lange bis die ganze Arena komplett gefüllt ist. Die wachsende Masse an Fans führt dann dazu, dass man in eine neue, größere Arena aufsteigt. Man wird also quasi zum Superstar. Zum Release Anfang 2020 werden dann natürlich noch weitere Arenen auf der ganzen Welt dazukommen und so wird später für noch mehr Abwechslung im Free-to-Play-Titel gesorgt. Wer möchte, kann im Rahmen der diesjährigen E3 Roller Champions bereits schon einmal kostenlos ausprobieren und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.